Hallo Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine ganz tolle Karte basteln. Das ist eine sogenannte Aufstellkarte. Ihr seht auch gleich, wie das funktioniert. Und zwar kann man die Karte einfach so aufstellen. Und das ist natürlich richtig cool. Diese Karte wollte ich euch letztes Jahr schon zeigen. Ihr seht, da sind auch ältere Produkte verarbeitet. Aber die sind ja zum Glück immer noch im Sortiment und deswegen passt das perfekt. Und wir machen heute was mit diesem wundersüßen kleinen Rentier. Und mit dem Lebkuchenmann könnt ihr arbeiten. Also ausgestochen weihnachtlich heißt das Set und ich liebe das total. Ich finde das wunderschön. Ich habe noch ein anderes Beispiel für euch. Und zwar ist es eigentlich eher eine Karte zum Geburtstag. Die ist jetzt in Hochformat und sieht so aus. Also ihr seht, das ist auch eine ältere Karte. Aber man kann es natürlich auch auf diese Art und Weise machen. Hochkant geht genauso. Das Tolle ist, dass ihr die Karte natürlich ganz normal verschicken könnt, weil ihr die natürlich ja flach ins Kuvert legen könnt und dann beim Auspacken hinstellen. Und was ihr noch machen könnt, wäre natürlich die Möglichkeit, dass ihr auch ein Foto vorne hin macht, vielleicht ein Foto von den Kindern oder so und für Oma und Opa dann so eine kleine Aufstellkarte mit Bild macht. Das wäre natürlich auch eine süße Möglichkeit. Okay, dann legen wir jetzt mal los. Als Grundkarte habe ich Savanne dieses Mal als Farbkarton genommen mit dem Maß 29 cm x 10,5 cm und gefaltet bei 14,5 cm. Ein Stück Olivgrün mit dem Maß 14 x 10 cm, ein Stück Flüsterweiß in 13,5 x 9,5 cm und ein Stück Designerpapier aus dem Designerpapier Weihnachtsfreuden mit dem Maß 13,5 x 4 cm. Müsst ihr nur entscheiden, welche Seite euch besser gefällt und was ihr oben haben möchtet. Was ich jetzt gleich als erstes mache, ist, dass ich mir mein Flüsterweißpapier mit Flüssigkleber schon mal auf mein Olivgrün aufbringe. Und was wir dann auch gleich machen können, ist unser Designerpapier auch aufkleben. Wie gesagt, die Seite, die ihr oben haben wollt, die müsst ihr euch vorher aussuchen. Und das klebe ich mir sehr bündig auf mein Flüsterweiß auf. Dann sieht das Ganze so aus. Ich zeige euch schnell die zwei Stempelsets, die ich verwende. Das ist einmal das ausgestochen weihnachtlich und einmal der Weihnachtsstern. Und vom Weihnachtsstern brauchen wir nur das frohe Weihnachten. Und von dem ausgestochen weihnachtlich könnt ihr aussuchen, was ihr gerne drauf haben wollt. Also vielleicht den Lebkuchenmann oder dieses süße kleine Rentier. Ich werde das Rentier verwenden. Ich bin einfach verliebt in das. Aber ihr könnt natürlich auch den Nikolaus oder auch den Eismann nehmen. Da könnt ihr auch eine Winterkarte machen. Muss ja nicht genau direkt zu Weihnachten sein, sondern eine Winterkarte geht natürlich auch. Und ich stempel mir jetzt auch gleich das frohe Weihnachten in Glutrot auf meine Frontseite auf. Das geht immer noch am besten, wenn man nicht so viel unten drunter hat. Und ich stempel mir den Spruch relativ weit nach rechts. So, und jetzt kommen wir an unsere Grundkarte, weil mit der müssen wir noch was machen. Die falte ich mir jetzt einmal in der Mitte. Und dann brauche ich unbedingt mein Schneidebrett. Und ich lege mir das jetzt so ein, also ich klappe mir das jetzt wieder auf und lege mir das jetzt so ein, dass ich mit meinen beiden Ecken hier und hier, ich hoffe, ich bin komplett im Bild, dass ihr das genau seht, dass ich genau auf meiner inneren Führungsschiene liege. Und dann kann ich mir das mit dem Falzer nachfalzen. Also so sieht es jetzt aus. Von dieser Ecke bis zu dieser Ecke nachgefalzt. Wenn wir uns das jetzt einknicken, habe ich genau die Fläche, die ich nachher als Auflagefläche benutze. Ja, und dann können wir gleich auch schon mit Flüssigkleber darauf achten, dass unser Dreieck jetzt hier unten rechts liegt. Und nur hier drauf den Flüssigkleber anbringen und auch nicht bis ganz zum Rand, sondern ein bisschen Rand freilassen. Und jetzt wirklich ein bisschen drauf aufpassen, dass man den Flüssigkleber nur auf diese untere Seite aufbringt. Also nicht über diese Falzung hier drüber. Und da können wir jetzt schon mal unser Element draufkleben. Und es hat eben noch einen kleinen leichten Rand außenrum. Und das Zauberwerk von der Karte habt ihr jetzt schon gesehen. Also jetzt müssen wir nur noch ein Element unten hin machen, dass es auch hebt. Aber so funktioniert es, dass man hier so eine Aufstellkarte macht. Ganz cool, oder? Gar nicht so schwer.
Okay, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Restpapier. Und zwar habe ich einmal hier Olivgrün, Chili, Glutrot und Savanne. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen stempeln und stanzen. Ich fange jetzt an. Ich nehme mir jetzt einmal meine 1/3 Kreisstanze und stanze einen Kreis aus dem Olivgrün aus. Dann nehme ich mir die Zweigstanze, also Blätterzweig heißt die Stanze, und stanze mir zweimal zwei Zweige aus. Und dann habe ich noch die Blütenstanze, ich blende euch den Namen ein, und die stanze ich mir jetzt viermal aus. Jetzt nehme ich meine Stempel- und Perforiermatte, lege mir das unten drunter unter mein Stück in Savanne. Und ich nehme jetzt doch den Lebkuchenmann, weil ich euch einfach noch den Unterschied nochmal zeigen wollte. Und den stemple ich mir jetzt auf in Wildleder. Und ich nehme dafür auf jeden Fall die Stempel- und Perforiermatte, weil der so einen flächigen Abdruck machen soll und das mit der Unterlage einfach viel schöner wird. Und Achtung, wir müssen mal kurz überlegen, wie stanzt das aus. Also beim Lebkuchenmann könnt ihr euch das ganz normal so aufstempeln. Wenn ihr aber den kleinen Elch ausstanzen wollt nachher mit der Stanze, die passt ja genau dazu, müssen wir uns den andersrum aufstempeln. Also den Elch andersrum. Und ihr seht schon, ich habe jetzt gar nicht genau aufgepasst, weil ich so viel erklärt habe. Ich habe hier unten nicht so ganz so richtig den Stempelabdruck hinbekommen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Oh, mein Stempelkissen ist sehr voll. Ich hoffe, das klappt jetzt. Damit der schön gleichmäßig wird. Ja, schaut schon viel besser aus. Also Konzentration beim Stempeln. Und genau, wir haben da die passende Stanze dazu, den Lebkuchenmann. Und können uns den jetzt gleich direkt ausstempeln, stanzen. Und wenn ich die schon mal da habe, dann nehme ich mir nochmal ein Stück in Glutrot und stanze mir nur an der Seite diese kleine Schleife aus. Also ihr seht hier diese kleine Schleife und die benutze ich beim Lebkuchenmann als Krawatte und beim Rentier als kleines Schleifchen fürs Horn. Das ist halt eine Mädchenkarte, das ist ein Mädchen. Mädchenrentier. Okay. Und dann können wir schon zusammenbauen und noch ein bisschen verzieren, denn ich finde die Blüten ganz schön, wenn die einfach noch ein bisschen mehr Form haben und ich inke mir die und dazu nehme ich einfach nochmal das Glutrot und ein Fingerschwämmchen und gehe mir einmal außenrum um meine Blüte. Das mache ich bei allen Vieren so und ich gehe mir dann auch ein bisschen in die Mitte, um das Ganze noch ein bisschen so zum Schattieren. Ich finde, es schaut einfach schöner aus. So ihr Lieben, jetzt war die Speicherkarte von meinem Aufnahmegerät voll, falls ihr das jetzt vom Ton hört. Jetzt müsste es wieder funktionieren, hoffe ich. Ich habe jetzt mit den Blättern das gleiche gemacht. Ich habe die auch einfach in Olivgrün außenrum ein bisschen geinkt und auch mit der kleinen Krawatte. Und jetzt können wir schon ans Zusammenbauen gehen. Dazu falze ich mir jetzt einfach die Blüten ein bisschen in Form, mal nach oben, mal nach unten. Einfach, dass sie ein bisschen Dimension kriegen, das finde ich, macht sich immer ganz gut. Und ich wechsle das eigentlich immer so ab, dass ich zwei Blüten nach unten mache und zwei nach oben. So. Ach, macht einfach, wie euch das gefällt. So. Und dann nehme ich mir die Glue Dots und klebe mir die aufeinander auf, die Blüten. Und eine Blüte setze ich mir schon mal auf meinen Kreis. Dann können wir eigentlich auch schon ans Arrangieren gehen von dem Ganzen. Ich glaube, jetzt dafür noch schnell was. Ich habe auf meinen älteren Karten diese
Hintergründe genommen, die sind noch vom letzten Jahr, von der letzten Saison. Und hier haben wir jetzt im Katalog diese wunderschönen Schimmerkreise und die heißen Zierdeckchen in Perlglanzoptik. Und die könnt ihr nehmen. Oder im Katalog wäre auf Seite 192 auch diese Zierdeckchen, die haben noch mehr Spitzenelemente drin. Die könnte man natürlich jetzt auch in Olivgrün da ganz gut verwenden. Also je nachdem, was ihr habt, da könnt ihr auch nochmal gucken. Als Hintergrund. Das klebe ich mir auch auf mit zwei Glue Dots. Und wenn man den Kleber ein bisschen zieht, das macht gar nichts, weil da kleben wir uns jetzt gleich unseren Lebkuchenmann drüber. Und den klebe ich mir auf mit der Matchness. Und bevor ich mir den anbringe, nehme ich mir auch noch ein bisschen silbernes Garn, wickel mir das ein paar Mal um die Finger. Ihr kennt es schon, ich mache das öfter, weil ich finde es eigentlich total schön, dass man da so noch eine kleine Feinheit mit reinkriegt und klebe mir das Ganze auch nochmal auf den Glue Dot auf. Und das wird dann noch hinter meinen Lebkuchenmann geklebt. Schneide ich mir nur die eine Länge ein bisschen ab. So. Das klebe ich mir hier so auf. Dann kommt da der Lebkuchenmann so ein bisschen drüber. So. Und dann wird der Rest auch einfach noch außenrum dekoriert. Und das meiste klebe ich eigentlich auch mit den Dimensionals auf. Ihr könnt natürlich auch den Flüssigkleber nehmen, aber ich finde die Dimensionals, die passen da auch ganz gut. Also das mache ich, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie ich es arrangiere. Eher so nach unten hin. Dann noch meine zweite Blüte. Die kommt hier auch so drüber. Und noch mein zweiter Zweig. Zweiter Zweig. Ist auch ein nettes Wort. Der kommt noch so ein bisschen unter meinen Lebkuchenmann. Und dann haben wir natürlich noch die kleine Krawatte. Die darf auf gar keinen Fall fehlen. Die machen wir uns hier schön auf unseren Lebkuchenmann drauf. Und dann brauchen wir noch ein paar Dimensionals für unseren Kreis, für Innenreihen, damit es ein bisschen erhaben ist und damit die Karte dann da schön hält. Und dazu klappe ich mir das einfach mal auf und schaue, wie weit ich das ungefähr haben will. Also sehr steil oder eher flacher. Ich möchte schon so ungefähr haben. Klebe mir das einfach so an und schon steht das Ganze. Und jetzt müssen wir nur noch ein paar Glitzersteinchen aufs Projekt bringen und schon sind wir fertig. Also auch ein schnelles, tolles Projekt, wie ich finde. Natürlich kriegt unsere Blüte auch ein Glitzersteinchen innen rein. Hier oben können wir noch zwei hinmachen. So, und ein Glitzersteinchen. Nehmen wir gleich den da, der verschwindet sonst. Kommt natürlich noch auf die Krawatte. So, und weil wir Weihnachten haben und da darf es ruhig noch ein bisschen mehr glitzern, nehme ich mir noch mein Wink of Stella und glitzere mir auch noch ein bisschen die Blüten ein. Die Blüten und die Blätter und eigentlich alles. Ne, die Krawatte machen wir noch. Ups, das sieht gar nicht richtig. Rutscht da einfach runter. Was soll das? Also die Krawatte kriegt noch ein bisschen was Glitzeriges ab und natürlich auch die Blüte innen drinnen. Also Wink of Stella kann man gerade an Weihnachten nicht genug nehmen. Und schon ist unsere Karte fertig. Und ich finde, die ist richtig, richtig schön. Hier habt ihr nochmal den Vergleich mit dem kleinen Rentier. Und ja, also ich mag das total gerne. Ich finde es schön, wenn das so ein bisschen, ja, also es ist eine volle Karte, da passiert viel, aber es ist trotzdem irgendwie eine richtig schöne Karte. Ich mag die richtig gerne. Ich wünsche euch jetzt mal ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich habe hier auch noch meine älteren Projekte, die ich euch noch ins Bild legen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und ihr werdet dann immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn ihr diese Glocke aktiviert. Die Glocke ist neben diesem Abonnieren-Button. Genau.
Okay, und ja, jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!